So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dawn of Hope Skyline Abenteuer. Und ihr seht, ja, ich habe eine neue Haarfarbe. Ich habe das in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht vor einer Woche und vorhin dann nochmal nachgefärbt, ja. Und exakt eine Woche ist es auch her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und es ist auch exakt eine Woche her, dass ich das Spiel nochmal anfangen musste bis hierher. Das waren meine Vögel im Hintergrund. Hört auf zu quietschen, danke. Ich habe festgestellt, dass meine Aufnahme im Eimer war. Meine zweite Aufnahme, die ersten vier Folgen bisher, die waren in Ordnung. Dann habe ich Pause gemacht, habe am nächsten Abend neu aufgenommen und das hat dann irgendwie ein Problem gegeben. Jetzt funktioniert es wieder. Ich habe gerade extra eine Testaufnahme gemacht. Also ich weiß auch nicht, was das Ding hier manchmal hat, das Mikro. Jedenfalls, ich habe den Spielstand bis hierher nochmal nachgestellt. Allerdings seht ihr wahrscheinlich hier unten im Inventar, dass ich so ein paar Dinge dabei habe, die wir vorhin nicht hatten. Das liegt daran, dass ich gehe nochmal zurück, hier draußen mit dem Schild hier schon mal schön hin und her gespielt habe. Das heißt, einmal mussten wir da oben hinleuchten, da haben wir was bekommen und hier unten. Es ist total spannend gewesen. Ja, das ist jetzt hier aber fertig, der Raum, und jetzt können wir hier weiter machen und ich muss den Stein irgendwie herausholen und dafür nehmen wir die Spitzhacke. Ich glaube, das war eines der Dinge. War das eines der Items, das ich holen musste? Ich weiß es noch nicht. Und was macht das hier? Nimm den Flop. Nee. Wohl nicht. So, ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Dadurch, dass ich das Spiel schon komplett durch habe, wird das jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich werde versuchen, so zu tun, als wüsste ich von nichts. Das wird in manchen Momenten wahrscheinlich auch passieren, spätestens wenn diese komischen Games da wieder anfangen. Diese ziehe ich zurecht. So, was muss ich hier jetzt nochmal machen? Jetzt habe ich die Teile hier eingesetzt. Das ist schön. Es passiert nichts. Warum nicht? Müsste ich jetzt nicht eigentlich das Minispiel losgehen? Oder habe ich noch was vergessen? Fehlt noch irgendwas? Nee, Strohhalm, Walze. Oh, sag ja jetzt bitte nicht, dass das Game buggt. Ich schaue noch mal hier oben. Eine leuchtende Flüssigkeit, eklig, aber auch irgendwie hübsch. Okay. Ah, ich glaube, das fehlte. Oh Gott. Ja, hier nimm die Schale und fang diese Flüssigkeit auf. Ich weiß nicht mehr. So ganz, was ich damit jetzt machen sollte. Leuchtende Flüssigkeit, muss ich die Dinger darin einsapschen? Ach du Schande, was muss ich doch damit machen? Ich weiß, ich musste irgendwas hier zum Leuchten bringen. Jetzt? Ja! Oh Gott, jetzt habe ich schon befürchtet, das Game buggt hier rum. Aber alles gut, war nur meine Vergesslichkeit. Okay, jetzt sollte das hier wieder gehen? Ja, so. Hier, Farben glitzern. Schauen wir nochmal wieder, wie das hier war. Wie war das nochmal? Blau? Nee, ich wollte nicht, dass das blau leuchtet. Nein, ich wollte, dass blau hier hingeht. Was war denn mal? Nee, ich brauch ein helleres Blau. Wie war denn das nochmal? Habe ich auch Weiß irgendwo? Nee. Hab ich kein Weiß irgendwo? Ich habe kein Weiß irgendwo, okay. Nein, okay, Orange scheint richtig zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie das hier war. Ach du Schande. Nein, nicht gelb. Gelb hätte ich gerne da. Und dann den hätte ich gerne aber hier rüber bewegt. Aber nicht mit gelb. Nein. Ich brauche da rot. Glaube ich, das müsste orange sein. Orange. Ja, danke. So, jetzt. Nein, gib mir den. Ja, danke. Nein, du gehst auch mal hier rüber. Jetzt muss ich schauen. Nicht zweimal orange, sondern rot und orange. War, glaube ich, das da? Ja. Ich fange gerne außen an, weil. Das ist jetzt, mit denen ist jetzt erstmal Jacke wie Hose. Die färben sich nicht mehr um so. Jetzt muss ich aber hier gucken. Grün, blau und gelb eigentlich.
11. Schauen wir mal. Ich muss immer warten, bis das hier. Ah, helles Grün und Dingens da war es, ne? Eins rüber. So, was brauche ich denn hier? Blau und Grün, ne? Das ist so ein helleres Blau, so ein Türkisfarben. Dann brauche ich hier Lila. Was habe ich hier denn noch für Farben? Habe ich schon wieder vergessen. Blau. Lila. Ja. Und da ist eine Art. Boah, rosa? Bin mir gar nicht sicher, was das hier ist. So eine Art Pink. Ja, so eine Art Pink ist das. Nein, das gibt keine schöne Farbe. Das müsste eigentlich gehen. So. Tada! Wir haben unser aufgeladenes Zepter. So, jetzt können wir mit unserem kräftigen Funkelstein hier auf die Tür zielen. Zerstöre die Steintür. Wir haben es geschafft und wir dürfen hier hinein. Und da ist unser Freund, der Mann ohne Namen. Thank you, Stars, you made it. You have a lot of explaining to do. Where are we? Ich habe nochmal drüber geschildert, ob die Aufnahme auch läuft. All in good time. The air is fine here. You can take off your mask. Now we can talk. Help me stoke the fire, and I'll tell you everything. So. Ich soll ihm helfen, Feuer zu machen. Er braucht Hilfe mit dem Feuer. Gutes Kleinholz findet man nicht überall. Ich muss mich erstmal umsehen, was ist denn da drin? Das ist dunkel. Kann ich nichts nehmen? Kann ich mich hier irgendwie umsehen? Kann ich da hinten? Also ich meine, ich habe ja dieses komische Kleinholz, was der Elf mir da gegeben hat. Das scheint wohl auszureichen. Not all humans managed to reach the clouds. Many were left down below, surrounded by death, surviving on willpower alone. Also der Tod und die Wolken, was ich die wiederfinden. Das war so ein komisches Geknödel hier. My tribe is known as the Relic Guardians. We safeguard the artifacts of our ancestors, so they don't fall into the wrong hands. Guardians, Hände. The elves weren't always like this, but once their new queen was crowned, things went south quickly. Süden gekrönt. Habe ich eine Krone hier? Ja. I knew they were looking for the nucleus, but they couldn't open our ancient locked vaults. Nucleus und verschlossen. Das ist eine Birne, das ist nicht ganz richtig. Ich brauche ein Schloss, ich habe das gesehen vorhin da. Alessandro tricked you. I'd never harm a hair on your father's head. In fact, I tried to stop him, to save him. But the poison got to him first. Aufhalten. I know how you're feeling, but try not to despair. Grit your teeth and stay strong. We can defeat Alessandra. Humans will no longer run and hide like rabbits. Und das Kanin. Here's the cure for your father. We'll need his strength. Oh, na endlich, das war eigentlich der ganze Grund, weshalb ich den Müll hier mitgemacht habe, damit ich ein Heilmittel kriege. The answer to our nucleus problem is inside this cottage, with the doors locked. Tritt sie ein, du bist kräftig genug, junger Mann. Ja gut, stattdessen nehme ich wohl lieber den Schürhaken, das scheint die bessere Alternative zu sein. Und ein Hörnchen. Oh, du hast Hunger. Verwöhnt, was? Soll ich die für dich knacken? Ja, der ist auch noch verwöhnt hier. Gut. Machen wir das halt hier. Habe ich so etwas nicht in der Nähe des Nukleus gesehen? Getöntes Glas, das ist richtig. Ich habe Beschwörung. Kann ich das rausbrechen? Nee. Aber hiermit, da kann ich Dinge tun. Meine Werkbank zum Schneiden, Schnitzen und Zertrümmern da. Nimm die Pfeile. So geht's natürlich auch. Das ist, die Frau ist wenigstens nicht so blöd. Die benutzt wenigstens, was sie hat. Nicht so wie unser geliebter, was mache ich denn mit der getönten Scheibe? Wie unser geliebter Detective immer aus Grim Facade. Nein, das kann ich nicht benutzen. Aber er hat die Tür scheinbar aufbekommen. Was haben wir denn hier? Viel Licht, viel zu hell. Ich muss es blockieren, dafür haben wir das getönte Glas.
Das ist also der Code. Wofür? Scheinbar dafür. Und wir haben ja die Walze hier. Das Schöne ist, ich muss hier gar nicht wirklich denken. Ich brauche einfach nur zu klicken, bis es unten grün leuchtet. Ach, jetzt kommt das Gerödel wieder. These codes must have been passed down to your father from your grandparents. They need to be pressed at the same time. Let me help you. Ich kann das auch selber, danke. Ich habe zwei Hände, glaube ich. Also das hier und das hier. Das komische Rentier, das nach hinten blickt. Ich weiß, ich habe Fantasien hier, aber ich muss das irgendwie assoziieren mit irgendwas. Dann habe ich hier die Pseudo-Axt. Wo ist meine Pseudo-Axt? Hier, wo ist sie denn? Da unten. Und hier oben. Dann habe ich noch das F-Symbol. Das ist nicht das hier, das ist das andere F. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das hier. Und Grinsegesicht. Und dann fehlt noch, was ist denn das? Habe ich keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Totscherbe, weiß ich nicht. Haken. Müsste ich nur finden, da oben. Da oben ist das erste, da ist das zweite. Oh, sorry. Ja, natürlich. I got this. Danke, Junge. Du brauchst mir nicht zu helfen. So, was genau passiert jetzt? Nucleus Widerruf Codes. Und da kommen unsere Freunde, die Elfen, an. Ja, ganz toll. The elves. They found us. Quick, Lana, take this. Get to the crystal mines and take the elevator. Hurry. I'll try to hold them back. But what about? Go. Lass den Junge kämpfen, der hat ein bisschen mehr Kampferfahrung als du. Wir gehen mal hier durch. Die Elfen, die können hier ruhig mal rumlaufen. Ich geh mal da rein. Kristallminen. Schön. Ja, erstmal räume ich hier alles weg. Nimm die Schaufel mit, wer weiß, wofür die noch gut ist. Und ja, natürlich, die Steine kriegt sie raus. Aber der sagt, der ist zu schwer. Ich sollte das Zeug darin rausnehmen. Ich habe nur die Pfeile. Ja, funktioniert nicht ganz. Ich habe Kristalle, kann ich auch nicht aufschneiden. Ja, wohl nicht. So, was haben wir denn hier? Eine Anleitung für den Aufzug. Genau das, was wir brauchen. Der Karren ist umgekippt, da wird er wohl sein Rad nicht mehr brauchen. Es war tatsächlich beim ersten Mal auch so die pure Intuition, nimm die Pfeile und grabbel das Ding ab. Hier wurde vermutlich das Erz verarbeitet. Da schmeißen wir, das ist kein Erz in dem Sinne, aber was anderes haben wir ja nicht. Und wir schmeißen 5 Kristalle rein und kriegen einen kompletten raus, und zwar einen Spitzenkristall. Aber mit dem kann ich das jetzt aufmachen. Und noch mehr Steine hier rausholen. Klar, die 2 Steine haben es so ausgemacht, ne? Das Rad fehlt. Ja, natürlich fehlt das Rad. Hier. Und jetzt haben wir den Stern, den haben wir ja gerade auf unserer Anleitung für den Aufzug gesehen. Der kommt hier schon mal rein, aber der Rest, der fehlt ja immer noch. Was mache ich nun? Ja, gute Frage. Ich habe nur noch meine Anleitung hier im Inventar. Lege ich die mal dazu, ne? Und darf erstmal Dinge suchen, und zwar Kristallformationen. Hier. 1, 2, 3. Hier? Nee. Sehen so ähnlich aus, sind es aber nicht. Na, ganz toll. Ich suche erstmal die nächste Formation. Das sind die abgebrochenen da unten. Ach, die hier sind das. Und dann. Nein, das ist nicht ganz richtig. Das sind die hier? Ja. Und. Tada, wir schalten mal auf Blau um. Ja. Aha. Also blau sehe ich richtig schlecht, muss ich sagen. Grün war definitiv angenehmer für die Augen. Das Blau brennt mir so ein bisschen die Augen aus, muss ich sagen. Das ist richtig heftig extrem bei mir auf dem Monitor. Was ist das hier? Die hier und so 2 so abgebrochene.
Sind nicht dieses. Jetzt weiß ich abgebrochen, die hier. Da. Mal sehen, rot geht wieder ein bisschen besser. Rot ist auch sehr farbintensiv hier bei mir, aber ich erkenne es wenigstens besser von der Form her als blau. Da liegt im Übrigen noch was, das darf ich aber nicht mitnehmen. Und dann die hier. Ups. Und ich darf erstmal alle meine Steinchen einsammeln. Jawohl, farbige Kristalle, die dürfen wir auch gleich hier hineinsetzen. Und auf magische Weise kommt unser Aufzug heruntergefahren. Kontrollblick auf den Monitor. Ich bin immer so paranoid, dass jetzt schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Ach, na toll, die Tante wartet schon auf uns. Oh. Well, well, well. You are quite a pest. And to think I was toying with the idea of letting you live. After all, I never could have opened the door to the nucleus without you. You're not going anywhere with that thing! Oh no? And how do you intend to stop me? Ja, das ist eine echt gute Frage. Mit meinem Enterhaken, hier. Voll die gute Idee. Cower, human. Know your place. Ja, sie knockt mich erstmal aus. Läuft richtig gut für uns. Der Weltuntergang steht bevor. Wir haben insgesamt eine ganze Stunde Zeit, von der ich schon eine halbe bis dreiviertel Stunde sonst wo hier vereiert habe. Und ja, jetzt knockt sie mich auch noch aus und wir sitzen in der Falle. Was machen wir jetzt? Ich will nur mal sagen, der Countdown für den Nukleus läuft noch, ne? Für den atomaren Endkrieg. Welcome to my land, human. Now it seems you're the one who needs help. Well, blast, here comes the queen. Okay, hallo Königin. Ach, sie hat den Nukleus gleich mitgenommen. Behold your folly. I've turned off the timer on your precious nucleus. Na, immerhin das. Der Counter für den Weltuntergang läuft wenigstens nicht mehr. Now I can control it and detonate it. Let's see how your people feel when I unleash its destructive powers on them. What shall I do with the prisoners, my queen? Let the girl rot in a cage. Deliver the boy to my throne room for my amusement. As you command. Oh, verdammt, ich muss sie ausreden lassen. Oh, Entschuldigung. No! No! Den Fehler habe ich schon beim ersten Mal gemacht, sie nicht ausreden zu lassen, weil ich dachte, das läuft auf Zeit hier. Aber, das tut es nicht. Weg sind sie. Ich muss irgendwie zu diesem Balkon kommen, um dem Wanderer zu helfen. Tja, meine ganzen Sachen, die liegen hier unten irgendwo verteilt. Da sind meine Sachen und mein Haken. Gib mir alles. Nimm das Messer mit. Was um alles in der Welt ist das? Werden die Säulen mit diesem Monster bewegt? Ja. Ich hab hier... Es ist zu schwer, ich brauche etwas für die nötige Hebelwirkung. Ja, wir schauen erstmal hier mal in unsere Tasche rein und nehmen erstmal wieder das ganze Zeug raus. Unser Enterhaken. Wie auch immer mein Enterhaken mit dem ganzen Gerödel, was mittlerweile dran ist, in diese Tasche passt. Ich meine, ich habe da so eine riesige Sauerstoffflasche reingeschraubt, oder nicht? Ja, ich weiß, ich komm hier jetzt auch sonst wohin, aber... ich will ja eigentlich erstmal. Wollte eigentlich erstmal das hier wegmachen, aber gut, jetzt machen wir erst das da. Untersuchen wir den Schrottkäfig hier hinten. Nein, brauchen. Was grabbeln wir uns hier eigentlich raus? Ein Kompass, ein Federkiel und ein Spielzeugpanzer. Ich habe letztes Mal schon von dem Kram fast nichts gefunden. Kompass da. Nein, das war nicht der Kompass. Handschuhe. Handschuhe. Da. Spiegel, ein Schraubenzieher, ein Transistor, was ich alles hier drin habe und was ich alles hier brauche. Ist das der Transistor? Ja. Brauche ich die Maske? Nee. Aber ich brauche ein Buch und immer noch den Schraubenzieher. Ich habe einen Magneten. Brauche ich nicht. Vogelkäfig? Ja. Papierflug.
Zeug, Garn, Knäuel. Ich bin immer so fasziniert davon, was man alles hier eigentlich zur Seite rödelt und letzten Endes nichts davon eigentlich mitnimmt. Aber jetzt war ich noch den... Das ist nicht der Schraubenzieher. Das sind Stifte? Ah, da, hier ist das... Nee, das ist nicht der Schraubenzieher, ne? Ah, hier? Da, ja. Schraubenzieher. Schlüssel, da. Sieht auch passend schon aus, dass das Ding dafür ist. Ja, der Schlüssel, gib mir den. Ups. Macht gar keinen Krach, erregt keine Aufmerksamkeit. Ich sehe es jetzt schon. So, wir haben einen stabilen Oberschenkelknochen, nehme ich an. Das ist, glaube ich, der stabilste Knochen des Körpers. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, wir verbinden das hier mal und dann schmeißen wir das Ganze runter. Oder zumindest der größte Knochen im menschlichen Körper. Ich weiß es nicht mehr. Also hier drin war schon eine ganze Weile niemand mehr, wenn das hier so überwuchert ist. Das heißt, wer kontrolliert dieses Ding? Warum hängt hier ein Spielzeugauto, Spielzeugbagger? Da ist eine Anleitung. Eine Anleitung, das sieht doch gar nicht so schwer aus. Mit dieser Maschine könnte ich eine Art Säulenbrücke bauen. Erstmal da. Okay, und beim letzten Mal habe ich hier unten versucht, auf alles Mögliche drauf zu drücken, aber nein, es ist as simple as can be. Ich muss einfach nur hier drauf drücken. Dahin. 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 Ich weiß gar nicht, wohin das Viech das eigentlich hier in Small packt. Verschluckt das Ding das ganz? So, und jetzt setzen wir das hin. Das ist ja eigentlich auch nicht schwer. Ich meine, das kennt man aus so ziemlich fast jedem Wimmelbild, das wir schon je gespielt haben. Dass das mit diesen Türmen irgendwann kommt. Und wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass da viel mehr Teile drauf sind. So, jetzt habe ich hier aber das Ding besser gebaut und komme rüber zum Elfenpalast mit meiner epochalen Sprungkraft. Der Palast. Dorthin haben sie den Wanderer gebracht. Ich muss ihn retten und dann nichts wie weg. Nichts wie weg ist ganz gut. Du musst doch den Weltuntergang verhindern. Da liegt etwas in der Glut. Zu heiß. Ups. Hoppla. Erstmal dem Einhorn das Horn abrandalieren. Sollte da nicht etwas geschrieben stehen? Das interessiert mich doch nicht. Wofür brauche ich das? Hallo, Feldflasche. Münzeinwurf? Warum hat er kein Gesicht? Unheimlich. Ja. Ich kann aber zumindest mal alles abnehmen. Komme ich da hinten an irgendwelche Dinge ran? Erstmal wohl nicht. Warum hat der Typ hier einen Münzeinwurf? Ich muss sie deaktivieren, sonst bin ich Hackfleisch. Ja. Also hier komme ich dann wohl erstmal... Halt, Hottehü, gib mir die Tafel. Und ja, das hilft mir gerade echt sehr. Eine Kachel, 1 von 6, super. Aber ich habe hier... Ach, die ist leer. Die ist leer, okay. Ich brauche Wasser irgendwoher. Ein Wunschbrunnen, ich will nur wissen, ob Papa in Ordnung ist. Kann ich erstmal Wasser auffüllen? Obwohl nicht. Papa, möchte er etwas Bestimmtes? Elfische Magie, aber da ist Papa. Er will irgendetwas. Okay. Was genau macht er? Was mache ich denn? Coop kümmert sich um Papa, aber er hält nicht mal lange durch. Ich komme, Papa.